Der Waldkircher Orgelfreunde will ich auch noch ein paar Worte verlieren und im Prinzip hier einen Gruß an alle Orgelfreunde in nah und fern richten. Das ist Sinn und Zweck hier dieser kleinen Orgelparade hier auf dem Marktplatz. Und ich bin sicher, dass dieser Gruß laut gehört wird, weil wir haben natürlich im Vorfeld nur im kleinen Kreis über dieses Treffen hier informiert aus den bekannten Gründen. Und haben dann spontan Rückmeldungen bekommen aus Berlin mit großem Bedauern, dass sie heute jetzt am Wochenende nicht hier sein können, aus der Schweiz, dass sie leider nicht hier sein können. Also uns tut es natürlich in der Seele weh, dass das Orgelfest nicht stattfinden kann, aber man kann sozusagen sagen, es gibt viele Orgelfreunde überall, die mit uns leiden, die nämlich auch gerne hierher gekommen wären, um die besondere Tradition, diese besonderen Instrumente an diesem Wochenende zu feiern. Hat nicht sollen sein. In der Evolution gibt es ja den Spruch, das Leben findet einen Weg. Ich würde es jetzt mal umwünschen und sagen, die Kultur findet einen Weg. Auch wir müssen irgendwie wieder gucken, wie wir aus der Krise rauskommen und wie man das gesellschaftliche Leben wieder auf die Füße stellt. Es wird uns mit einer neuen Normalität, denke ich, gelingen. Und da wollen wir jetzt heute sozusagen mit drin arbeiten, kleiner Termin, wenig Teilnehmer, was man jetzt so alles machen kann, um trotzdem ein bisschen in der Öffentlichkeit zu sein. Ja, in diesem Sinne nochmal die herzlichsten Grüße, wo immer auch die dann hingehen, ob nach Chile oder Japan oder Mexiko oder wer nicht alles so zum Orgelfest gekommen wäre. Die sind also alle ganz besonders gegrüßt und ich bin überzeugt davon, wir werden auf unserem YouTube-Kanal nicht nur hier aus der Ecke Videos vorfinden, sondern eben auch aus Chile, aus Mexiko. Die ganzen Jungs sind ja da ganz aktiv und werden sich da fleißig dran beteiligen. Insofern hoffe ich, dass er dann auch entsprechenden Anklang findet. Dankeschön. Wieder Musik. Thank you.